Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Thief. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall machen. Das könnte für einige auch verdammt wichtig sein, die vielleicht Thief auch selber spielen und das vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Nämlich hier haben wir ein Unikat gefunden, etwas verdammt Seltenes. Und nun ja, da freue ich mich eigentlich sehr, dass ich das gefunden habe. Und ja, auf jeden Fall, wir machen jetzt weiter, würde ich sagen. Da oben befindet sich anscheinend die Sache, ob wir jetzt hier mit dem Schattenschritt rüberkommen, weiß ich nicht. Wir knacken einfach mal hier auf der gegenüberliegenden Seite das Schloss. Ich weiß, ich könnte eigentlich schon längst bei der Hauptmission sein, schon seit dem letzten Part eigentlich, aber ich finde, so ein Schloss gehört erkundet. Kann uns irgendwie... Autsch. Kann uns hier irgendwo nur helfen. Vor allem, ich meine, wenn wir einmal hier sind, das kann ja eigentlich nur gut sein. Und anscheinend ist hier auch sehr wenig Wachpersonal. Von daher ist das doch auch schon mal... Nein, da will ich gar nicht rein. Da will ich gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Mano. Ist das doch eigentlich nur praktisch für uns. Weil auch wenn wir wahrscheinlich gar nichts mehr kaufen müssten, um wirklich das Spiel zu beenden, ist es doch trotzdem von Vorteil, das zu tun. Und hier, wie gesagt, man findet ein paar Dokumente auch, die bestimmt nicht ganz unwichtig sind. So, schauen wir uns die beiden Dokumente auch direkt mal an. Oder machen vorher noch die Schatztruhe auf. Hier ist auch noch was drin. Hier liegt auch noch was. Gut, so, dann schauen wir uns die Dokumente mal an. Baron Northcrest, Entnahme der Unfruchtbarkeit. Mein Ersatzarzt hat nervös angedeutet, meine Lenden könnten ausgetrocknet sein. Ich habe den Idioten wegen dieser lächerlichen und antiquitierten Unbeschreibung von Unfruchtbarkeit sofort entlassen, obgleich er mit seiner blumig vorgebrachten Diagnose durchaus recht haben mag. Ich weiß, dass die Urkraft die Schuld daran trägt. Die Energie lässt meinen Körper schon seit einiger Zeit beschleunigt altern. Hanfield hat geschlussfolgert, dass direkter Kontakt mit der Urkraft enorme Auswirkungen auf Geist und Körper nach sich zieht. Sie ist vergiftet und vergiftet nun im Gegenzug uns. Ich bezweifle, dass Hanfield dieses Jahr noch überlebt. Nach den zahlreichen Berichten über Krankheit und geistige Ausfallerscheinungen in der Bergfriedverwaltung habe ich befohlen, den Tresor zur Aufnahme des größten Teils des Urkraftsteins umzubauen. Vielleicht kommen die negativen Effekte so weit über der Stadt nicht zum Tragen. Okay, das heißt, dass Aaron vielleicht auch eine alte Oma ist. So, wir hatten jetzt hier noch. Sir, mir ist bewusst, dass ihr in diesen angespannten Zeiten sehr beschäftigt seid, aber ich muss wirklich mit Nachdruck um weitere Zahlungen ersuchen. Euch sollte bewusst sein, dass ihr Zustand sich nicht verbessert und die Opiumtinktur nahezu verbraucht ist. Der vorherige Arzt war ebenfalls der Ansicht, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist, bevor sie, der Rest des Briefes ist bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Ja, bis er stirbt natürlich. Und das hatten wir im letzten Part auch nicht gelesen. Annabelle, die Gerüchte haben gestimmt. Wir werden alle entlassen. Verzage nicht, das könnte sich als größter Segen unseres Lebens herausstellen. Die Probleme, die mit dieser Abriegelung ihren Anfang nahmen, werden Auldale erreichen. Wart's nur ab. Und wenn das geschieht, wollen wir nicht hier sein. Angeblich bereiten einige Adlige bereits ihre Abreise aus der Stadt vor. Du solltest dir einen davon suchen und mit ihm gehen. Sag ruhig, dass du für den Baron gearbeitet hast, aber verschweige, was sich im Manor abgespielt hat. Man wird deine Diskretion mit Sicherheit zu schätzen wissen. Leb wohl, Alexander Farnum. Okay, der ist also so wie ich. Nun gut. Dann schauen wir da mal weiter. Und gehen hier raus. So. Ich bin irgendwie stark dafür. So, ich bin hier durchgekommen. Jetzt will ich hier hoch. Ui. Okay, gut, da können wir also auch hoch. So, um diese blöden Fallen zu deaktivieren, das ist ja schrecklich. So. Auf der anderen Seite kommen wir anscheinend auch irgendwo hin. Ja, Garrett, kannst du auch mal wieder hier runter? Meine Güte. Okay, ist das nicht das Zimmer, wo wir gerade drin waren, oder? Ja, ist es. Toll. Wären wir also auch da reingekommen. Klasse. Aber wie gut. Ich hatte hier noch eine Sache nicht entdeckt. Klasse, Leute. Hatten wir das also noch gar nicht entdeckt. So, Dokumente. Baron Northcrest. Wieder vereint.
Aldous zu finden war einfach, aber ihn zu rekrutieren gestaltete sich weitaus schwieriger. Doch schließlich nahm er Vernunft an und schloss sich der Erweckten an, obgleich sein Zögern mir einiges Kopfzerbrechen bereitete. Weiß er die enorme Chance nicht zu schätzen, die ich ihm zum Geschenk gemacht habe, die Vergangenheit lastet schwer auf vielen von uns, doch sein Gespür für die Urkraft ist unverzichtbar. Die Prozedur zur Nutzbarmachung und Energie erfordert ein außerordentliches hohes Maß an innerem Gleichklang. Aldous ist ein Northcrest und nur er kann mir in dieser Sache behilflich sein. Sobald er seinen Zweck erfüllt hat, werde ich unsere Beziehung einer erneuten Beurteilung unterziehen. Okay. So, das heißt, hier sind wir doch jetzt eigentlich durch. So, lass uns jetzt eigentlich mal weiter auf den Weg machen können. Ich weiß, es kann sicherlich sein, dass ich irgendwo was vergessen habe. Obwohl, nein, Leute, ich kann nicht anders. Ich muss nochmal zurück. Ihr kennt mich. Also, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, wenn ich jetzt weiß, ich habe eventuell noch irgendwo was vergessen. Okay, gut. Wenn ich es mir recht überlege, ich gehe dann nochmal hier entlang, ne? Hier war ja der Gang. Boah, Alter, das ist echt wahnsinnig groß. Also, muss man schon sagen. Ich lasse die Türen jetzt auch als kleinen Anhaltspunkt ein bisschen offen. Oh nein, scheiße. Boah. Hier sind auch so behinderte Fallen, das gibt's doch nicht. Überall, meine Güte. Wie komme ich an die Fallen da oben dran? Ach, hier rüber wahrscheinlich. Gott. Ich laufe hier auch blindlings. Das ist echt überall Fallen. Ich kann schon wieder die nächste Nahrung. Ich habe nur noch einmal Nahrung. Wenn ich jetzt gleich in irgendeine verzwickte Situation gerate, habe ich keine Nahrung mehr. Das ist echt scheiße. Deswegen, ich schaue mich jetzt lieber noch mal ein bisschen um. So, wir speichern hier aber auch mal. So, schauen wir erstmal. Waren wir jetzt unten überall? Oder vielmehr hier? Kann sein, hier ist, glaube ich... Gut, weil mir sind diese Dokumente echt wichtig. Es kann, weil ich glaube, Dokumente sind in diesen Spielen echt immer wichtig. Vor allem, wenn es um irgendwelche Kombinationen geht oder... Oh ja, und um irgendwelche Dinge halt einfach. Da ist sowas echt verdammt wichtig, glaube ich. Deswegen. Ich weiß, ich bin nachlässig. Ich lasse alles offen, aber... Nun gut. Hab keine Lust, das jetzt alles zuzumachen. Das Dokument lesen wir uns gleich durch. Ist hier sonst noch was drin? Scheint mir nicht so aus, ein Lichtschalter. Nun gut. So, lesen wir uns das Dokument mal durch. Dokumente, Kapitel 6, Entlassungsschreiben. Das gesamte Personal von Northcrest Manor wird hiermit fristlos entlassen. Alle werden von der Wache des Barons durchsucht und dann von Gelände gebracht. Jeder Versuch, Lebensmittel oder Rohstoffe hinauszuschmuggeln, wird mit dem Tode durch den Strang geahndet. Jeder, der sich nach Einbruch der Nacht noch auf dem Gelände befindet, wird verhaftet. Okay. Nun gut. So, das sieht aus wie bei hier so einem Lebensmittelladen. Könnte sein, dass wir hier eventuell Nahrung finden. Da wäre ich stark ein Befürworter. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ach so, ich glaube, von da sind wir gekommen. In irgendeiner Weise. Ach ja, ich glaube, von hier kamen wir irgendwie, ne? Ja, genau. Klar, von hier kamen wir. Sobald ich das noch in Erinnerung habe. So, wo geht's hier entlang? Ja, okay, gut. Tschüss, Leute. Ich bin direkt wieder weg. Die können ja gerne alleine ihr Kaffeestündchen halten. Gut, ich glaube, bevor wir uns das jetzt hier weiter vermasseln, gehen wir gleich wieder, weil hier beginnt es jetzt. Hier beginnt es jetzt nämlich heikel zu werden. Hier scheinen nämlich überall die ganzen Wachen rumzugammeln. Und das brauche ich echt nicht.
glaube, wir können jetzt einfach wieder nach oben gehen. Ich glaube, hier unten ist jetzt echt nur noch Kleinkram. Ich glaube, hier ist nur noch Kleinkram, den wir jetzt finden würden, wenn wir halt hier noch weiter entlang gehen. Aber ich bin einfach so einer, ich bin so verliebt in Sachen sammeln. Das ist einfach so, ich kann nicht wie manch andere entweder, sag ich mal, wenn was verkackt in Stealth, die einfach dann sagen, okay, dann boxe ich mich halt durch. Sag ich mal, das, sowas kann ich nicht. Oder auch Leute, die sagen, okay, scheiß drauf, wir suchen einfach nichts mehr. Das kriege ich einfach nicht hin. Also da bin ich so, da beharre ich richtig drauf, dass ich das vernünftig mache. Sollte man niemals offen herumliegen lassen. Oh. Also, wo ist dieses Bild? Ach so. Okay, gut, das war wahrscheinlich so ein Brief. Ja, dieses Bild. Ich wette, damit ist das gemeint, was wir eh schon gefunden haben. Kann ich mir gut vorstellen, wette ich mit euch. Eastwicks Brief. Es war enorm aufwendig, die versiegelte Kammer zu eurem neuen Tresor umzubauen, aber das Ergebnis ist ein voller Erfolg. Der Schalter zum Öffnen der Versteckeingang befindet sich, wie euch gewünscht, in dem Gemälde mit dem Löwen. Wie in der Anweisung aufgeführt, liegt der Schlüssel zu euren wertvollsten Besitztümern nun in dem originalen Monument im Inneren. Seid versichert, dass diese Scheibe von einem Boden überbracht wurde, es keine Kopie gibt. Euer treuer Diener und Kunsthandwerk. Ja, genau, das war das, was wir halt schon hatten. Okay, gut, das haben wir ja gefunden. Okay, das heißt, haben wir sogar zufällig gefunden. Das heißt, ja, ist ja eigentlich gar nicht. Okay, dann ich denke mal, das Wichtigste haben wir eh hier entdeckt. Ich glaube echt nicht, dass wir hier noch was Wichtigeres finden als eigentlich das, was wir schon haben. Da geh ich einfach stark von aus. Ich bezweifle einfach, dass wir noch was finden und was jetzt enorm wichtig ist, weil, ja, nee, ich glaub's einfach nicht. Also, ich bin mir da nicht sicher. Denn die Fallen sind noch aktiv. Gut, dass ich da jetzt, gewartet habe. Aber hatte ich das hier nicht schon deaktiviert? Aber auf der anderen Seite noch nicht. Autsch. Autsch. Ach, da auf der anderen Seite hätte man rüber... Egal, jetzt bin ich ja schon einmal drüben, was soll's. Fies ist es trotzdem. Haben meine letzte Nahrung einfach mal verbraucht. Nein. Okay, es ist deaktiviert worden durch mich, stimmt ja. Gott, ich habe jetzt gerade schon wieder so einen halben Herzinfarkt bekommen. So, und ich würde sagen, jetzt gehen wir hier hoch. Hier durch. Ja, okay, gut. Kommen wir hier nicht durch? Wieso kommen wir da nicht rein? War ja klar, dass es einen Haken gibt. Wir müssen an den Wachen vorbei. Aber ich sehe gerade was Interessantes. Achso, nee, ich wollte das jetzt schon fast hier kaputt schießen. Aber ich glaube, das wäre nicht so praktisch. Müssen wir da unten entlang? Oder wo geht's entlang? Was war das denn jetzt? Ich hab jemanden gesehen. Toller Fehler. Glaube ich. Ich sehe gar nicht das letzte Glas noch trinken. Das war jetzt irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Erstmal die Kerzen ausmachen, alles was unnötig Licht wirft. Brauchen wir einfach nicht. So. Ich muss mit meiner Fokusenergie echt sparsam umgehen. Müssen wir da durch? Beim besten Willen, ich weiß es nicht. Oh Gott, Leute, ich speichere nochmal.
Schade, ich dachte, es wäre so schön einfach, da oben durchzugehen. Aber wir müssen mit unserer Fokusenergie einfach aufpassen. Nee. Hier kommen wir eindeutig nicht durch, also... Das habe ich jetzt überprüft, da schaffen wir rein gar nichts, also... Da gibt es jetzt nichts, was uns weiterhilft. Ich würde eigentlich nur wieder gerne nach oben. Der Typ geht wieder nach da. Der Typ ärgert mich. Der steht da echt ärgerlich. Kann der Kollege sich nicht auch mal wegbewegen? Oder ich schalte beide aus. Ich glaube, ich krieg die nicht beide. Ich weiß es nicht. Ich muss abwarten, wie viel Zeit der hat, wie viel Zeit ich habe. Okay, gut, das könnte vielleicht doch ausreichen. Ich weiß halt nicht, ob der da nicht aufmerksam wird, wenn ich den ausschalte. Wie schnell der darauf reagiert. Ich versuch's jetzt einfach. Das war klar. Ja, es war klar, dass er uns sieht. Ja, das war klar. Das ist einfach, weil da sind die schon schlau. Also, es gibt ja so Sachen, ich glaube, in einem anderen Spiel hätte das echt funktioniert. Aber da sind die halt so leider ein bisschen schlauer. Was das angeht. Dass sie das wirklich blicken. Wie schaffen wir das jetzt? Was war das? Gar nichts. Rein, gar nichts. Boah, Alter, stehen jetzt hier viele Wachen. Gott, Alter. Macht mich doch echt nicht verrückt, Leute. War da gerade jemand? Nein. Nimm nichts, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Hoffentlich brauche ich keine Brille. Hier war niemand, Kollege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will doch da nur hoch. Wieso klappt das denn nicht? So. Scheiß Krähe, ey. Sieh dich um. Diese ganzen Lichter, das ist nur mein Ruin. Falls da jemand ist, solltest du besser versteckt bleiben. Das glaube ich auch. Ich kann nicht widerstehen. Ach verdammt, da ist doch eh nichts drin. Scheiße. Wenn da nichts ist, was machst du dann noch hier? Da oben geht's irgendwo. So. Hier scheint's irgendwo rauszugehen. Ja, klar. Guter Fehler. Hier geht's raus, genau. Gott, Leute, Alter, wo laufe ich hier entlang? Ich wollte eigentlich nur zum Ziel. Und jetzt bin ich hier, glaube ich, nochmal durch 50 neue Räume gelaufen. Ach, Leute, kommt schon, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Neues Dokument gefunden, schon wieder. Ah, schauen wir mal, Dokumente, Baron Northcrest. Vivian. Ich bin tief bestürzt über Vivians Verhalten bei Lord Shiptons Bankett. Mitten in meiner Rede über automatisierte Arbeit in unserer zukünftigen Gesellschaft hielt meine Gattin es für angebracht, mit einem lächerlichen Einwurf über die Bestückung der Automaten mit Urkraftenergie zu stören. Mayhew war so dumm, sie zu weiteren Erläuterungen aufzufordern, woraufhin sie die Vermutung äußerte, die Eisensklaven könnten von echten Gedanken ebenso profitieren, wie die Menschen es tun. Dann lachte sie und postulierte die Frage, ob uns das nicht zu Göttern machen würde. Ich habe Vivian nie geliebt und auch von ihr
und von ihr keine derartigen Gefühle erwartet, aber ihre aktuelle Narrenheit betrachte ich nachgerade als persönlichen Verrat. Ich werde etwas unternehmen müssen. Okay, mach das mal. Wenn du das für angebracht hältst. So, jetzt bin ich endlich wieder im Treppenhaus angekommen. Auch wenn ich jetzt eine Etage zu hoch bin. So, das ist jetzt hier wieder aktiviert. Sei verflucht. Und ich gucke jetzt echt nochmal, wie man da am besten... Wie kommt man da jetzt rüber, bitteschön? Ach nein, wahrscheinlich echt nur von der anderen Seite. Toll, das ist echt so fies. Ach so, ich weiß, glaube ich, wie. Genau, wir müssen durch die Türe hier durch. So, was ist hier? Noch ein Dokument. Toll, wer hätte es erwartet? Genau. Dann müssen wir jetzt hier raus. Und dann können wir das da deaktivieren. Super. Aber erstmal schaue ich mir das Spielerfortschritt. Was meinen die damit eigentlich? Ressourcen. Okay. Dokumente. Schon wieder was gefunden. Die erweckten. Die Herrschaft meines Großvaters war kurz, streng und überaus effektiv. Unter Samias wurde die Beschäftigung der Northcrest mit der Urkraft begründet. Dennoch erkannte er die Energie, die er zu beherrschen trachtete. Ich bewundere seine Überzeugung und bedauere seine Unkenntnis. Samias Vermächtnis bedeutet, dass Harland den Erfolg erringen sollte, der meinen Großvater verwehrt geblieben war. Aber statt die Sache voranzutreiben, erwies sich Harland als planloser und undisziplinierter Lüstling, der Jahrzehnte der Forschung verkommen ließ. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Darum gründe ich die Erweckten, einen elitären Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Mechanikern und Philosophen mit einem gemeinsamen Ziel, der vollständigen Kontrolle über die Urkraft. Mit dieser Energie betreiben wir die Wiedergeburt der Stadt und begründen ein neues Zeitalter industrialisierter Aufklärung. Wir sind nur weniger, aber wir sind die Maschinen. Lasst uns die alten Götter durch den Fortschritt ersetzen. Das war von Baron Northcrest geschrieben. Das hat er ja auch am Anfang gelabert, von wegen industrialisierter Fortschritt. So, endlich ist das hier deaktiviert. Meine Güte. Hat ja lang genug gebraucht. Ui, was können wir denn hier machen? Durchschauen. Das ist der Tresor, den ich suche. Fehlt nur noch der geheime Eingang. Ja, witzig, wow. Schon klar, dass wir den gefunden haben. Ist ja jetzt, okay, das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich dann auch direkt gefunden. Aber ist ja ganz klar, da muss hier ja irgendwo der Raum sein und und hast du nicht gesehen. Also das ist ja wirklich jetzt was für Kleinkinder. So, den Schalt erstmal aktivieren. Ich will, dass das Licht hier ausgeht. Und Leute, er schlagt mich einfach, anstatt dass ich mich mal umgucke. Nein, ich bin erstmal zu blöd, einen Eingang zu finden. Wenn das jetzt hier der Eingang ist, wo ich hin muss. Oder? Ist das nicht das? Oh Gott, Leute, ernsthaft, ich bin den ganzen Weg nochmal entlang gegangen. Nur weil ich zu dumm war, einfach mal nach oben zu schauen. Aber naja, anders kennt man es von mir ja echt nicht. Okay, was jetzt? Nee. Hier nicht, dann hier weiter und dann... Ach, auf X, ne? Genau, damit lassen wir uns ab. So, und nun... müssen wir hier hoch. Ach, okay, gut. Erinnert mich echt so ein bisschen an Assassin's Creed. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, muss man sagen. Von
zu, dass das verdammte Ding nicht untergeht. Sonst untersteht ihr mir. Und ich bin viel erfinderischer als der Ja, hahaha, meine Güte. Wieder so ein Typ, der meint, der hat die Hosen an. So, super. Damit haben wir es so endlich geschafft, Leute. Wow!